So, nur wird Zeit, sich um ein paar Nebenaufgaben zu kümmern. Hm? Wir haben zwar ein Level ab. Apropos. Moment, wir hatten doch irgendwas vor. 3 Punkte, genau. Hier, Dompteur. Aha. Der müssen wir. Schlafpfeile haben wir. Naja, Alpha-Tiere können nicht gezähmt werden. Ums. Ah, wenn wir nächstes Mal Löwen sehen, wählen wir das doch gleich mal aus. Mit dem Krokodil mit die ganze Zeit. Das ist der Krokodil mit rumschlimm. Was macht ihr hier? Wird ein Wettrennen werden? Auf die Plätze, fertig, los. Oho, Menschei! Bitte, setz dich doch! Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja! Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Was sagst du, Medjay? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Medjay der Mächtige, Medjay der Majestätische, Medjay der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Moment. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Wow. Sollte bestimmt die ganze Zeit fahren, aber der stand da nur blöd rum. Egal, Blut im Wasser sollen wir machen. Alles gut. Da ist noch was auf dem Weg. So, nee, das mache ich alles so. So, nee. Nee, nicht keine Quest auf dem Weg. Aber wir könnten auch den Ort da eben entdecken. Her! Wow. Ja, haben wir bis den Ort schon mal entdeckt. Ich weiß, was ich da machen muss. Wenn ich da mal Zeit habe, mache ich das. Hast du die Königin schon mal gesehen? Ja. Nein. Ist sie nicht wunderschön? Nein, und dann ist sie nicht wunderschön. Was denn jetzt? Oh. Ja. Ah. Ort entdeckt, Ort entdeckt. Sehr gut. Versunkene Krypta. Bewegung! Los! Oh, ach, Neck! Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Oh. Das habe ich doch nicht so. Ah, oh, da Krokodil. Ah, Obermutti.
Haben sie alle? Nee, da ist ja wohl noch eins. Da. Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. Oh nein, er färbt auf mich ab. Ah, hätte ich außenrum gehen sollen, hä? Voll Horst, ey. Oh Mann. Ja, oh nein, 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 nein. Boah. Wo bin ich denn jetzt gesprungen? Oh, der Dunkel hier drin. Die Tageszeit stimmt nicht ganz, Matcha der Monstranz. Komm nachts wieder. Du hast ein leichtes Leben, oder? Ziehst von Ort zu Ort, siehst die Welt. Ja, setz mich hin und warte, bis Nacht wird, nur für dich. Magi, was ich hier vor mir sehe, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Mann. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft! Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen. Ich treffe dich bei meinem Boot. Andererseits, Tutmosis der Furchtbare passt nicht ganz. Wie wäre Tutmosis der Fürchterliche? Besser, oder? Der Typ ist ein Optimist. Na klar, wir sind genau in der Mitte zwischen zwei. Halt. Da haben wir noch so einen Schnellreisebogen, aber ist leider keiner. Wow. Ach, ich reite einfach selber. Ich will das Querfeld einreiten. Oh ja. Nein, da geht's nicht lang. Ganz ruhig. Nechero, wo hast been? Knummes, Fluss, um die Krokodile anzulocken. Muss ich an den Fluss kommen? Oh. Was mache ich wirklich denn so schlecht heute? Darf nicht so passiv sein, ehrlich. Klappt irgendwie alles nicht. Ist schlecht geworden.
Sehr gut. Noch wohl. Na, was will denn hier? Lassen wir die armen Leute hier in Ruhe. Meine Füße mögen mich als Anubis laufen lassen. Oh, da kommt noch einer hier lang. Ich habe was vergessen, den Tod zu bestätigen wieder. Wo bin ich denn immer so? Durch den Wind. Ja, letzte Zeit sehr gestresst, sehr viel zu tun. Ich würde gerne neue Projekte anfangen. Aber wirklich, wir haben alle kaum Zeit jetzt im Dezember. Danke, mein stolzes Reittier. Das mache ich immer so durch Tempel reiten und sowas. Das ist ganz normal. Macht doch jeder heutzutage. Wow. Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Wo will er hin? Verdammt, ich komme kaum ran. Schwimmen war eine blöde Idee. Ja, bitte den Tod bestätigen. Danke. Was? Die Bezahlung in Höhe von 57.000 Silberdrachmen. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Und so 57.000 hätte ich auch gerne. So, dann machen wir da. Erstmal wieder hell. Man im Dunkeln hier durch die Gegend rennen, ey. Aus dem Weg! Okay. Gucken, was uns jetzt erwartet. Wir schaffen ja noch bis 28 oder 29 hier in Memphis. Wo wir dann weiterziehen. Ganz ruhig, hier ist nichts passiert. Frische Festtagsbrote. Ja, Festtagsbrote. Brote in allen Größen und Formen. Brot in Form der Doppelkrone. Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa?
Dieses vermaledeite Regime, er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Deine Gewürzsteuer nicht bezahlt. Deine Gewürzsteuer nicht bezahlt. Ab im Knast. Naja. Ups, ich bin in letzter Zeit ziemlich häufig im Wasser, fällt mir auf. Gefällt mir nicht. Mag nicht so viel Wasser rumplanschen. Ja, weiter? Ja gut. Komm schon, meine Muckis spielen hier. Unser erster Entdeckungspunkt hier. Macht unsere Drohne darum gleich einiges effektiver. Oh ja. Ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Natürlich ist er wieder im Wasser. Oh, das schaffe ich nicht mal auf einem Boot, ey. Was ist denn los heute? Jetzt drauf! Das, aus dem Weg! Aus dem Weg! Ich muss hier durch! Hey, was? Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Oh, nein. Ich hatte den doch schon. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Du hättest nicht herkommen sollen! Bist du der Koster? Ja, das bin ich. Theta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Theta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Theta? Er trägt eine Weihnachtsmütze. Wissen Sie das so aus? Oder irgendwo hier rüber? Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Theta. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zudem bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Theta sind. Theta, oh Theta. Ihr Antlitz ist wie die Sonne. Theta, meine Liebe, ich komme zu dir. Rasch, nur noch ein kleines Stückchen, bis ich meine Liebste wiedersehe. Ah, der Mann ist schwer. Das liegt sicher an seinem Beruf. Theta! Du hast meinen Koster dabei. Was ist meine Costa dabei? Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Theta, ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Time Hotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was?
Was? Die edle Timehotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mir alles zu viel. Möchtest du dich setzen? Nein, ich muss nachdenken. Ich habe keine Zeit, leider da jetzt zuzuhören. Muss mich beeilen. Diese Stadt hier ist ganz schön viel Gift. Zerstörende Gefäße mit Kuchen. Was? Ganze Gefäße voll? Ich kann mir ja gerade mal einen Kuchen leisten. Haben wir alle lokalisiert? Was sehen wir dann? Aus dem Weg! Da bist du ja. Ah. Was? Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Jetzt kommt keiner. Da bist du ja. Ja, wo kommst du jetzt her? Ich ruf die Truppen. Ich muss unbedingt meine Lebenspunkte steigern. Boah, das kommt ja auch noch. Ja. Es geht drauf, ich geh drauf. Ja, ich wusste es. Ich kann nichts mehr einstecken. Verdammte Axt. Deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbung. Ah, ich muss da irgendwie aufpassen. So. Schatz, oder? Oh, der Kohlenstoffkristall. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Schwer, so ein Gefäß mit Kuchen zu treffen. Was? Und der Strullerbecken oder was? Was?
Hier gibt's Ärger! Noch ein Korb mit Kuchen. Die gehören auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch... Das war der letzte Kuchen. Timehotep ist jetzt sicher. Du hättest nicht herkommen sollen. Wer gehört mir? Komm schon. Mit deiner Keule. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Da hinten, Bogenschützen. Bin in Reichweite. Ich sammle. Ah, hier gewesen, hier gewesen. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Oh nein, Phylak. Ich treffe ihn. Verdammte Flammen. Aha. Verdammt! Verdammt, wir müssen aufholen! Hab dich! Nein! Was klär ich ihn? Sehr gut. Geh weg hier. Gut, was können wir als nächstes tun? Der Fremde. Ja. Es stinkt zum Himmel.